Aufgebraucht im Mai 2021 haben wir unter anderem Geschirrreiniger-Tabs von Lidl. Meine Zahnpasta. Eine Zahnbürste von Oral-B. Meine Tagescreme ist endlich alle geworden und die ist super. Die hatte ich in der Brigitte-Box drin gehabt. Die feuchten Tücher waren trocken, wurden der, mein Sohn als Trockentücher genutzt. Mein Freund sein Duschgel, sehr beliebt bei ihm. Meine Tochter, ihr Bodymousse ist alle geworden. Mein Sohn, seine Wundschutzcreme muss leider weg, die ist schon zu alt. Da haben wir ein paar Süßigkeiten aus irgendeiner Naschbox. Mein Deo ist alle geworden. Meine Tochter ihr Shampoo. Mein Shampoo, das ist übrigens das beste Antischuppen-Shampoo für mich. Meine Tochter ihr Schaumfestiger für blonde Haare. Mein Waschgel ist alle, nutzt allerdings auch mein Freund mit. Meine Tochter, ihr Pinselreiniger, war mal in der Brigitte-Box. Unsere Cremeseife, nachverpackt sie da alle. Unsere feuchten Allzwecktücher. Einmal HIP-Feuchttücher von meinem Sohn. Dann nochmal Allzwecktücher. Noch alle. Riecht gut. Mein Sohn seine Sensitive-Feuchttücher von Lidl. Von meiner Farbe mal die eine Kur alle. Meine Tochter ihre Slip-Anlagen. Und meine Slip-Anlagen. Mein Freund nutzt öfters Mama-Gel. Mein Sohn Feuchttücher. Mein Sohn seine Windeln von Amazon, Größe 6 Plus. Einmal Feuchttücher, die als Trocktücher genutzt worden sind. Meine Tochter ihre Binden. Einmal Windeln, Größe 6 von Promila. Noch Binden von mir. Einmal Windeln von HIP, Größe 6 von meinem Sohn. Die Einmalwaschlappen, die hatten wir noch, haben wir in der Mitte geteilt und als Trockentücher genutzt. Funktioniert auch. Meine Maske ist endlich mal auch ganz tolles Teil. Mein Sohn braucht auch mal eine neue Zahnbürste.
der Weichspüle, die ist auch toll. Erste Flasche von Schiri. Große Flaschen haben wir noch, drei Stück. Die gibt es bei Limango. Nochmal Windeln, Hip, Größe 6. Einmal Naschzeug von der Vernasche die Weltbox. Einmal unser Universal Waschmittel, das nutze ich immer. Feuchte Bodentücher. Ein Duschgel meiner Tochter. Unsere Pots sind alle nur Color, kaufe ich Pots. Einmal Donnerstag. Haushaltstücher sind alle geworden. Dann nochmal Donnerstag Haushaltstücher in der Jumbo-Pack. Noch eine Zahnbürste, aber eine Sensodyne. Nö, weiche. Ich war erkältet, also das erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Meine Tochter ist jetzt auf feste Dusche umgestiegen. Noch in Benutzung der Rest. Und als Shampoo auch sowas. Und zu guter Letzt. WC-Reiniger-Tabs werden immer wieder neu gekauft. Die sind von Norma. Das war's auch schon. Danke.